könnten den da vorne auf Nahkampf machen. Auf Nahkampf sind die halt kein großes Problem, ne? Jetzt machen wir den Drachen nicht auf Nahkampf. Dafür sind mir da zu viele von den anderen noch. Wie lange hält Eile noch? Eile noch 5 Stunden, alles gut. Dann machen wir die jetzt so auf Distanz, würde ich sagen. Den da oben, den Drachen haben wir noch gar nicht getriggert, ist sehr gut. Ey, wie war das gerade komisch, oder? Die konnten die ganze Zeit schießen und der hat nichts gemacht, so wie jetzt wieder. Könnten gleich auf Nahkampf rangehen, aber jetzt ist auch schon weg. Alles gut. Lassen den Drachen noch ein bisschen rankommen. Ich denke mal, der grüne Drache kann auch nicht so viel. Ich weiß auch gar nicht, wo der End-Dungeon ist. Ist der vielleicht unter Wasser? Wir haben doch gesehen, dass wir noch in eine Gegend kommen, wo wir einen Taucheranzug für brauchen. Das könnte es natürlich sein, ne? Oh, hab ich Bock zu? Auf jeden Fall habe ich dazu Bock. Oh, er ist weg, er ist weg. Sehr, sehr nice. Kurz mal speichern. Guck mal, das ist doch der stärkste Drache wahrscheinlich. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass. Ah, scheiße, jetzt können wir die nicht mehr triggern. Jetzt hauen sie ab. Komm, wir machen den Grün weg erstmal. Ah, es könnte auch sein, dass wir hier beide treffen. Na gut, die machen ja nicht viel Schaden. Und gleich sind sie hier eh auf Nahkampf. Ah komm, jetzt ist er doch gleich weg dadurch. Auf Nahkampf kann er uns eigentlich wenig. Na komm schon, hau um. Lol, warum nicht? Ist er noch nicht weg? Nee, du haust mir nicht ab. Den können wir auch schon auf Nahkampf wegmachen. Oh, bap, bap, bap. Oh, scheiße. Bap, 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 und nimmt das weg. Yeah, nice, nice, nice. Wir speichern und versuchen mit einem Unsichtbarkeit natürlich uns schön zu positionieren, dass wir die hier jetzt so mal easy wegbekommen. So, jetzt ist das wichtig, dass da viele getroffen werden mit. Also halt, ne? Aber der ist auf jeden Fall gleich schon mal weg. Okay. Das war gut. Der war gut. Jetzt gehen wir auf die Drachen hier. Du hielst sie hoch. Oh, scheiße, 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 scheiße. Komm. Der muss was reinknallern. Okay, der haut da hinten richtig rein. Weiß ich nicht, ob der nicht erstmal wieder ein bisschen zurückgehen sollten. Das ist natürlich jetzt scheiße, dass er auf die geht, ne? Die hätten wir schon fast weggehabt. Einmal komplett hochheilen.
Scheiße, jetzt habe ich ihn übersprungen. Von Meteoritenregen. Ist aber fast weg. Oh, los, 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 los. Scheiße, ich hab's schon wieder übersprungen, ne? Jetzt komm. Wir müssen erstmal wieder weg. Das nützt nix. Minus 70 hat sie noch. Ist das ein Erz? Okay. Kraftheilung und dann kannst du dich eigentlich jetzt selber hochheilen, immer. Und natürlich noch einmal auf dich hoch. Nochmal so zweimal vielleicht. So, langsam. 11. Wir schleichen uns wieder unsichtbar ran. Immer mit Unsichtbarkeit. Erstmal die Lage checken. Wie stehen sie denn jetzt hier so? Am besten warten wir noch ein bisschen ab. So. Ja. Ah, noch einen zweiten sogar weggehauen. Wäre cooler, wenn du auf den gehst tatsächlich. Noch ein Ring. Auch nicht schlecht, der ist auch gleich weg. Komm, den Drachen jetzt umhauen. Oh, der Drache ist mit weg. Nice. Oh. Der war gut. Dich mal selber hochheilen. Bringt im Moment nichts. Sturmtitan. Haben wir schon Sturmtitan mal gemacht? Bestimmt, ne? Sonst sind aber noch alle ganz easy am Leben. Wir müssen halt den jetzt wegbekommen. Scheiße, jetzt können wir den gerade nicht anvisieren. Wir lassen das noch, wir schießen. Und jetzt müsste er aber auch weg sein. Ja, der war gut. Der gut reingezwiebelt. Die stehen richtig gut gerade. Jawohl. Dann fallen die da hinten gut weg und der rote Drache wird auch noch mit beschossen. Das war jetzt nicht so cool. Jetzt müssen wir erstmal wieder weg. Gucken, wie viel über den Tod es ging wohl. Wahrscheinlich hat sie sich mehr angestellt, als dass sie K.O. gegangen ist. Du hast nicht mehr ganz so viel Mana, das ist nicht so nice. Wie viel brauchst du eigentlich für Unsichtbarkeit? Immer. Oh, 15, ne? Schon viel an sich. So, Lage checken. Die stehen eigentlich ganz gut. Wir lassen sie nochmal ein bisschen. So. Und jetzt will ich mal. Ich glaube, das macht nämlich ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, wir müssen gleich erstmal wieder rasten. Wegen der Mana. Siehst du, jetzt kann er nämlich schon gar nicht mehr. Gehen aktiv auf den natürlich. Am besten auf Nahkampf. Wir sind auch noch Drachen, ey. Ich gerade gesehen hier. Ja, das wäre jetzt schon auf Nahkampf. Solange wir die da oben nicht noch mit triggern. Oh, jetzt sind wir auf jeden Fall nahe genug dran.
könnten jetzt einmal geteiltes Leben machen. Bam. Alles schön wieder weit oben. Und die Rüstung einfach mal checken, würde ich sagen. Ja. Die ist ja locker. Überall rot. Guck mal bei ihr. Du hast das ist auch von ihr. Könnte ganz gut dadurch sein sogar. Sieht auf jeden Fall danach aus. Kannst du das wieder anziehen? Den Bogen noch. Ihre Sa ganzen Sachen. Zack, an die 4. Auch an die 4, auch an die 4. Bup, bup, bup. Doppelter Schaden gegen Untote. Welche Waffe war die richtige? Die. Bam. So. Und das. Was sie noch so angelegt hat, sieht auch alles gut aus. Okay. Es wäre nice, wenn wir mit denen noch schaffen. Darf sie nicht mehr drankommen, oder was? Wir müssen Bewahrung auf jeden Fall nachbuffen. Mal erst schon mal einen gelben Bereich. Mal einen Heal rausfeuern. Ah, bringt aber nicht so wirklich viel, ne? Ja, wir haben ihn gleich. Nicht wegkommen lassen. Ja, sehr geil. Wir könnten uns jetzt um die hier unten kümmern, die Titanen. Weiß gar nicht, ob die an uns rankommen. Nein, das war jetzt doof, das war jetzt doof. Wie viel über den Tod? 12, gut, könnte gleich wieder da sein. Ja, jetzt muss ich nur die Runde überleben. Ganz knapp. Aber kommt doch wieder dran, oder? Ja. Das war knapp. Oh, den könnten wir auch noch schaffen, ne? Jetzt können wir nur nicht mehr healen. Das ist das einzig Blöde. Komm. Hau ihn weg. Du könntest hier nochmal eine Klinge reinfeuern. Komm schon. Komm, hau den doch weg. Wird doch super geil. Ich glaube, die ganze Rüstung ist wieder rot. Überall. Ja. Bam, bam. Bam, 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 bam. Das war von ihr. Das ist von ihr. Das ist von ihm. Bup. 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 Und den Bogen natürlich. Alter, alles kaputt. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, welches die richtige ist. Gut, die andere. Bam. So, haben wir alles, ne? Irgendwas.
Hier beschädigt? Nö, das sieht alles gut aus. Und den schaffen wir ja noch. Nice. Ja, dich machen wir jetzt nicht noch. Da müssen wir jetzt tatsächlich erstmal kurz eine Runde schlafen, würde ich sagen. Puh, haben wir gleich geschafft, ne? Den Feuerring aktivieren. Was mit dem Buffen ist echt nervig. Kannst du nicht noch einen heftigeren Buff geben, der wirklich alles gleichzeitig bufft? Scheiße, den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Na toll, jetzt dauert es nochmal länger. Schon in der Macht hatten wir noch nicht. Auf jeden, auf jeden, auf jeden, auf jeden. Haben wir alles? Nee. Fast der wichtigste sogar. Eine Bewahrung. Dann machst du hier wieder Fliegen an. Oh, komm schon, einer noch. Und Unsichtbarkeit. So, hätte ich eigentlich auch mal gerade in der Wartezeit immer anmachen können, ne? Warum steht ihr hier so hässlich? Ja, stellt euch mal auf einen Punkt wieder. Jo, so ist top. Wir gehen auf den Drachen. Weil sobald der weg ist, wird's easy. Nice. Unten, die werden getroffen und wir können schon auf den Drachen gehen. So circa hatte ich es mir auch vorgestellt. Sieht aber so aus, als wenn es voll daneben fliegt, ne? Ich weiß halt auch nicht, wie viel die aushalten unten. Wir können noch einmal so machen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir so ran. Was wir mal ausprobieren können, ist Magie vertreiben. Kriegen wir den jetzt noch schneller weg, vielleicht? Weiß halt nicht, was der alles so drauf hat, ne? Ich glaube eigentlich nichts. Warum machen wir zum Teil nur 3 Schaden? Da muss doch wieder was kaputt sein. Ja. Und komm. Hau ihn doch um, hau ihn doch um, hau ihn doch um, hau ihn doch um. Ja, jetzt ist easy. Ey, kannst du dich da wieder reinstellen, damit ich euch alle schön treffe? Guck mal, den Stra machen wir mit dem Bogen weg. Jetzt geht er natürlich auf die anderen. Jetzt haben wir nur noch den einen. Nice, 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 nice. Damit haben wir hier den Eingangsbereich weg. Und mehr wollte ich auch nicht. Den Rest machen wir nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir alles aufsammeln. Wenn wir das haben, gehen wir nämlich in die Höhle rein. Dich noch weg. Ja, euch mache ich jetzt nicht noch alle. Machen uns jetzt wieder unsichtbar.
Und dann gehen wir in die Höhle rein. Ganz klare Message, würde ich mal behaupten. Und rein. Upp. Komm, hier rushen wir jetzt, glaube ich, durch. Können wir das schon vorstellen, dass wir hier recht schnell durchkommen? Wir sollen doch hier nur die ganzen Viecher wegmachen, oder? Oder sollen wir hier noch was machen? Wo ist denn das Auftragsbuch hier? Geht zur Kolonie, Zott im Lande der Riesen und tötet Xenofex. Kehrt dann zu. Ah. Geht zur Kolonie. Bin ich gerade in der Kolonie? Kolonie Zott, ja. Und hier soll er irgendwo sein. Da ist nix. Da ist auch ein Router, den mache ich gar nicht. Der kann mich, glaube ich, auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Mana wegmachen, ne? Oder war der das nie? Ja, doch, der war das. Und immer von der Heilerin. Ist ganz klar, dass er das von der Heilerin immer macht. Und die halten auch einfach richtig viel aus. Na komm. Hau ihn um. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier aufmachen. Oh, was ist denn hier? Karl, wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Hier ist aber auch nicht viel los, würde ich behaupten. Kannst du hier nochmal runter? Ja, bin nämlich leider runtergefallen. Sollten doch eigentlich schnell liegen, oder? Ja. Bis auf die Roten liegen die eigentlich alle schnell. Und die Gelben? Super schnell, wie die liegen, ey. Digga, was sind das hier alles für Knöpfe? Oh, jetzt muss ich das hier alles wieder rausfinden. Aber wir klären hier erstmal alles, würde ich sagen. Wenn ich hier rüberkomme. Ich komm hier nicht rüber. Warum? Hä? Ich komm hier nicht rüber, lol. Vielleicht müssen wir hier später hin oder was? Ich hab wirklich keine Ahnung. Kleine Hinweisschriftrolle wäre jetzt schon nice. Aber man kann halt auch nicht alles haben. Hier geht's noch irgendwie längs oder was? Nö. Aha, da geht's zum Ausgang. Hier waren wir noch nicht. Und wieder ein roter Ei. Aber die machen halt nicht viel Schaden, ne? Mit Regeneration geht's. Ist halt ärgerlich, wenn der Eilebuff ausläuft. Der geht nämlich nur noch 3 Stunden. Warum fällt er nicht so schnell um wie sonst? Der Gelbe aber, ne? Arbeitsteufel. Sehr, sehr einfach. Okay, was ist das? Eine andere Art von Kiste, wo wieder ein Blaster drin ist. Dir. Oh, Charisma. Alter, was ist das für ein Schild? Das Schild will ich haben. Alter, wir haben halt richtig viel noch im Inventar.
Das hätten wir halt mal vor ausholen sollen. So, das musst du jetzt mal erkennen. 18 und Körperresistenz. 18, 19, das ist halt ein bisschen besser. Und dann der hier, der ist doch locker. Der 12, der 13, der ist noch besser sogar. Großartiger Speer. Kriegsdreizack. Lol, 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 lol. Könnte gut sein, der Träger ist Resistenz vor Versteinerung. Nö, brauchen wir nicht. Die Stiefel. Erkennen plus 22 brauchen wir eigentlich nicht. Nö. Brauchen wir nur die Rüstung an sich. Hätte gedacht, vielleicht kann sie ein bisschen was erkennen selber jetzt, aber nö. Ja, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da hinten weitergehen soll. Oder hier ist halt noch so eine Geheimtür oder was? Keine Ahnung, wirklich. Also hier ist ein Dreieck. Was sind das da für Schalter jetzt? Klicken wir hier auch mal. Bob. Den können wir nicht drücken. Mal schauen, was jetzt passiert ist. Jetzt kommen wir hier längs. Nice. Da oben ist halt einfach ein Käfig. Oh, da hat er ganz gut reingezogen bei dem Magier. Aber kein Problem. Ist hier oben drin? Käfig. Einfach nur ein Käfig, wo nichts drin ist. Okay. Jetzt sind ja auch schon wieder keine in der Nähe. Irgendwas passiert hier doch gleich. Irgendwas passiert hier gleich. Safe. Ach du dicker Aal. Ja, nehmen wir jetzt die Plaster mit. Intelligenz, den kriegst du. Nee, den kriegst du die. Geschick. Ah, machen wir so. Und hier, dich backen wir hier hin. Das ist doch irgendwie ein Alchemiering oder so, ne? Ja, komm. Dann machen wir das. Das langt doch, oder was? Gut ist auch, dass die Fallen immer hochgehen, aber mir halt einfach keinen Schaden mehr zufügen. Jetzt ist der Eilebuff bestimmt gleich weg. Nö, geht noch. Auch keine Monster hier. Kann ich ja fast nicht glauben. Oh. Hab Dank für meine Befreiung aus diesem Käfig. Ich dachte, ich könnte alleine fliehen, nachdem ich eine Wache einen Schlüssel entwendet hatte, aber dieser öffnet den Käfig nicht, wozu man ihn auch braucht. Ich denke, ihr könnt mehr damit anfangen als ich. Ich muss dringend in mein Königreich zurückkehren. Wer weiß, welche schrecklichen Dinge seit meiner Abwesenheit geschehen sind. Verzeiht, dass ich so kurz angebunden bin, aber ich muss endlich wieder frische Luft atmen. Ihr habt Erasia und Enros einen großen Dienst erwiesen und ich bin in eurer Schuld. Ehre, Ehre, Ehre. Ist nur so ein Käfig. Was ist denn hier oben? Weiß man nicht. Schriftrolle ist immer gut. Ist aber nur no, ein schwarzer Würfel, Alter. Das ist eine Truhe. Ist doch Truhe der Dimension oder was? Safe bin ich jetzt gut, wenn ich die öffne. Digga, was ist das für ein Schwert?
Deckelus 40, 6 bis 15 Punkte Schockschaden, ein ungewöhnlich leichtes Zweihandschwert, das die Stärke eines Trägers gewaltig erhöht, sodass selbst diese riesige Waffe leicht zu führen ist. Diese Kombination macht es möglich, die Waffe mit einer Hand zu führen. Schwierigkeiten bereitet dabei nur die Größe der Klinge. Alter. Geht nicht. Warum nicht? Amna, ey. Kann ich jetzt kann ich die doch aber austauschen. Ja, aber die behält er mal. Aber wir werden dann die. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal verkaufen. Wir müssen jetzt erstmal verkaufen. Es nützt nichts. Komm, wir verkaufen jetzt erstmal. Und warum hat er jetzt wieder volles? Was voll Mana? Wir machen das in Erasia einfach mal ganz entspannt, würde ich sagen. Was sagt eigentlich mein. Ah, neutral, Ruf 3, neutral, Ruf. Okay. So. Trefferpunkte plus 18, Bub. Plus 10 auf Intelligenz und Glück. Sehr geil. Charisma, scheiß mir drauf. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Ich muss doch erstmal jetzt die Waffe loswerden. Oder die Schuhe. Ja, nützt nichts, ich muss die hier kurz mal abstellen. Inventar, und das tauschen wir aber trotzdem nochmal mit dem so. Also danach werden wir safe. Safe bei 700.000 sein. Doppelter Schaden gegen Untote, nö, brauchen wir nicht. Ah, die hat 10 bis 20 Punkte Feuerschaden und plus 25 auf Stärke. Ah, wenn wir Stärke bräuchten, wäre da nicht schlecht. Kaufen wir aber. Oh, das ist grausamer Speer. Das ist kein Artefakt, ne? Drei, zack. Aber so für Schuhe und so hast du doch noch Platz, oder? Oh, ein schöner Bogen. Lol. Das kriegst du doch immer noch unter. Das du kennst auch nichts, ne? Wir haben aber jetzt genug Blaster an sich, um alle damit auszustatten. Aber sind die so gut? Ich weiß es nicht, ne? Er könnte halt auch mal ganz entspannt so rumlaufen. Eigentlich nicht, ne? Nein, geht ja nicht. Dämlich. Schade, dass er das da nicht führen kann, ne? Das wäre halt echt ganz geil so. Aber halten wir den trotzdem, weil ist plus 40 Stärke, ne? Und ich glaube, ich kann den nochmal verzaubern. Gibt es nicht auch ein Artefakt? Irgendwie Einhandschwert? Bestimmt, ne? Kein Platz mehr dafür. Schade, schade, schade. Noch eine Lampe.
jetzt schon keinen Platz mehr. Den durchkriegst du noch unter die auch nicht. Gut, verkaufen kurz erstmal Waffen. Was hast du denn hier für Ringe jetzt? Reaktion. Oh, nice. Zauberpunkte, halber Schaden, erhöhte Effekte, Zauberpunkte. Glück, Reaktion. Guck mal, tausch mit denen aus. Für Glück brauchen wir eigentlich nicht, ne? So, machen wir so. Kann der verkauft werden? Kann ich halt nirgendwo reinpacken. So, jetzt können hier nämlich noch ein bisschen was von. Keine Ahnung, Alter. Amulett. Das können wir locker richtig gut. Richtig gut was verzaubern drauf. Kann ich mir gut vorstellen. Alchemie plus 25, das ist zu krass, das brauchen wir. Nehmen wir die Intelligenz auf jeden Fall weg. Regeneriert Trefferpunkte und Zauberpunkte. Oh, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Zauberpunkte, regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. Erhöhter Wert. Ich weiß nicht genau, was erhöhter Wert ist. Ob das zu stark ist, denke nicht. Plus 30 auf Feuerresistenz und regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. Den kriegst natürlich du. Glück plus 20, Alter. Irgendwas richtig Ekliges noch dabei? Ja, hier, guck mal, Glück plus 4. Weg. Dass man das nicht so eins zu eins austauschen kann, das ist ein bisschen nervig, aber gut. Kriegt man noch gebacken, ne? Ausdauer plus 20, dann nimmst du das doch mit, oder? Böp. Und dann nur der, ja. Amulett noch, Trefferpunkte, den kriegst auch du. Für Feuerresistenz auf jeden Fall weg. Und ich denke mal, jetzt sieht das hier wieder ganz vernünftig aus. Irgendwo noch ein krasses Ding. Eigentlich nicht, ne? Weg damit. Weg damit. Können hier nochmal ein paar austauschen. Ja. Was sind das noch für Zauberstil? Feuer, ja, komm. Weg damit gleich. Das packen wir hier gleich in die Bank. In die eine Truhe, die hier ist. Da lagern wir unsere Artefaktwaffen, so die und die. Ich hoffe, dass sie da bleiben, ne? Das wäre halt echt ärgerlich, wenn nicht. Kann ich mir aber nur vorstellen. Ich habe auch nicht so richtig Bock, mit den Blastern zu spielen, ne? Weil ich finde die irgendwie doof. Denke auch, dass wir gleich nochmal ausbilden könnten. Ja, du machst die hier noch. Oh ja, ist doch okay. Alter, 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 Alter.
Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Auch gut, jetzt sind wir bei 722.000 Gold. Ah, ist super gut. Das kann dann auch noch verkauft werden hier. Damit haben wir 750.000. Bald die Million voll. Und die Million passt noch gar nicht hin. Zack. Okay. Können wir noch eine Runde schlafen und nochmal vielleicht einen Ausflug zu den ganzen Händler machen. Und noch Forest. Haben wir doch Bock zu. Noch Forest gucken wir nach. Erstmal Fliegen anmachen natürlich. Ist ja logisch. Ist ja logisch. Täubensteinhaut, nein, nein, Todesschwarm. Ach, schade, schade, schade. Nö. Leider nicht. Wir gucken trotzdem auch noch mal in der Zwergenstadt nach. Ich will den Zauber halt haben, ne? Finde sogar fast schon, dass man hier zu leicht jetzt durchrusht. Anfangs war das ja richtig schwer und jetzt mittlerweile kommt man hier echt gut durch. Lieber schnell unsichtbar machen. Nee, hier wollten wir aber gar nicht hin. Scheiße. Ich wollte nach dahin. Ja, schön ins Tal. Ja, in Tal, da liegt das kleine Ostgutlis. Lol. Da, so müssen wir. Yes, hello. Ebens hier. Dun, 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 dun. Mahlzeit. Erdrüstungs Fleisch verlangsamt. Nee, es ist nichts hier. Es ist echt ein bisschen ätzend, muss ich ja schon sagen, ne? Dann könnten wir nochmal Forest jetzt wieder gucken, wo der so ein anderer Tag ist und so. Nein. Nein, nein, nein. Ist halt auch einfach nicht, ne? Es ist ein bisschen. Ist das jetzt gerade Pech? Oder ist der einfach so selten? Oder kriegt man den da gar nicht, wo ich die ganze Zeit gucke?